Seit einigen Jahren mache ich Feuershow. Die ersten zwei waren einfach ohne Gott auf Ego-Trip. Aber da habe ich gemerkt, mit dem Herrn, da rockt wirklich, da geht's ab. Seitdem habe ich die genialste Zeit mit Gott vor meinen Feuershows und gehe damit wirklich in die Clubs, wo sonst keiner den Glauben hinträgt. Ich gehe dahin, bete für die Leute und habe eine coole Zeit da. In Dope. Es waren nie die großen Predigten. Ne? Also Jesus hat mich sturmreif geschossen. Ich habe einen Traum gehabt, dass ich mich tätowieren lassen soll. In diesem Tattoo-Laden bin ich einfach reingegangen und habe die Leute kennengelernt und wie es so ist, angefangen von Gott zu reden. Damals hätte ich Rente einreichen können, das wäre durchgegangen. Und abgesehen davon, dass ich keinen Rentenanspruch hatte. Dann habe ich 7 von diesen guten Biker-Bibeln verteilt. Und danach haben sich 3 Leute bekehrt. Wir haben für 3 Kranke gebetet, die sind geheilt worden. Und im September fange ich da jetzt einen Grundkurs des Glaubens mit den Leuten an. This is a gift, and it's the best gift that we can give you. The Lord's blessing. A freak stuck. Don't remember why you're here. To honor the great almighty God, Jesus Christ, who saved me, saved you, and won us all the good in the world. Thank you for having us here, and God bless you all. This is Johnny. Lord, we need your blessing. We're helpless without you. Lord, you see your people and you cry. Don't take your spirit away from us. Light a fire in our heart so that we can shine. Shine your light, shine your love. In qua, Jesus. Hi, das war das Jesus Freakstock 95. Ich weiß noch Freakstock 95, als die Tür aufging. Wir hatten 500 Besucher, wir hatten ein Budget von 30.000 Mark. Wir hatten 25 Bekehrte, wir hatten keine Toten. Ein paar leicht Verletzte, aber das war nicht so schlimm. Okay, dann machen wir die Tür jetzt auf, weil draußen die Leute standen. Und dann halt so wirklich so diesen Satz, so, okay, hey, wir schreiben Geschichte gerade. Und das Wichtigste, wir haben heute Kirchengeschichte geschrieben. Und das glaube ich zutiefst in meinem Herzen. So jedes Mal, so wenn wir die Bühne donnerstags eröffnen, so irgendwie so die Begrüßung, so hey, geil, dass ihr da seid. Herzlich willkommen beim Freakstock 98. Das ist so dieses Gefühl, so hey, die nächsten 4 Tage,
werden wir Geschichte schreiben. Herzlich willkommen beim Freakstock 1996. Bleibt sauber, Leute, und genießt Freakstock. Wir springen noch einmal im Kreis oder sowas, das machen wir nicht. Ist ja immer noch da. Detlef, wir wollen das Video umsonst. Da, Detlef. Haben wir wieder ziemlich viel gelernt.